alles das, was du bei den Pflanzen machst, ne, wo ich sage, tu das, was verblüht ist, wegmachen. Darfst du bei den Tulpen, wenn die verblüht sind, nicht wegmachen. Das muss richtig weggammeln. Das muss ganz gelb werden und richtig weggammeln. Und dann darfst du es jetzt wegtun. Dann kriegst du eine neue Blüte. Wenn du es im grünen Zustand wegschneidest, kommt dann nur noch Grünzeug und nie wieder eine Blüte. Also habe ich das richtig gemacht. Ja. Die Tulpe kommt nur, weil du die vergammeln lässt. Ich kann das zerschneiden mit meinem Messer. Weiß nicht.